Herzlich willkommen zu einem heutigen neuen Video und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein neues Format für euch am Start, was es so auf diesem Kanal noch gar nicht gab. Das Ganze ist in Absprache mit Nonstop Nils. Link findet ihr unten, ganz oben in der Beschreibung. Und zwar, ihr kennt sie alle, die Leute, die bei großen YouTubern in den Kommentaren von den Videos schreiben: abonniert mich, lasst mir ein Like da, schaut meine Videos an, ich mache gute Videos, bla bla bla. Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Leuten noch nie Beachtung geschenkt, aber ich denke mir, vielleicht sind oftmals wirklich Leute dabei, die gute Videos machen, die vielleicht nicht so viel Reichweite bringen, die vielleicht nicht so viele Freunde haben, wo sie das Ganze teilen können mit denen, um einfach eine Reichweite zu kriegen. Und vielleicht sind auch manchmal, meiner Meinung nach, größeren Teil nur Spasten anwesend, die irgendwie sich erhoffen, dass sie dadurch Fame werden und reichen natürlich. Wir werden dieses Format wöchentlich zu sehen bekommen, beziehungsweise nicht wir, sondern ihr natürlich. Ich habe vor, dieses Format wöchentlich rauszubringen, das heißt einmal in der Woche ein Video, wo ich mir die Kanäle der Profile, Accounts anschaue, die diese abonnentengeiernden Kommentare verfasst haben, anschaue und meine Meinung dazu sage. Ja, ich würde sagen, wir nehmen heute mal den lieben Montana Black, 88 natürlich. Ich habe mir direkt mal das erste Video geöffnet. Und dann fangen wir direkt mal an und geben in die Suche ein Abo. Machen wir einfach mal nur Abo. Natürlich kommt als erstes der Abo-Button. Schöner Einblick, den du uns da gibst. Er ist ein YouTuber mit über 1 Million Abos, alles erlebt und vor so Nachteile, bla bla bla, uninteressant. Eine Abonnentin mehr. Stabil bei 20.000 Abonnenten, stabil eine 1 Million Abonnenten, okay. So, da haben wir schon den ersten. Black Chronic schreibt vor 5 Tagen: wir spielen ein Spiel, jeder der das sieht muss den Kommentar liken und jeder dritte Liker muss mich abonnieren. So, dann öffnen wir uns das Ganze mal und schauen uns seinen ziemlich abonnentenreichen Kanal an. Der liebe Herr Black hat 8 Abonnenten, also demnach waren es 24 Likes auf seinem Kommentar und die haben es wirklich gemacht. Ich würde mal sagen, wir fangen mal bei seinem Intro an. Ja, ist ganz cool geworden. Wenn er es selber wirklich gemacht hat, oftmals kann man das Ganze ja schon im Internet so fertig erwerben, muss nur noch seinen Namen einfügen und gut ist. Ich lasse ihm trotzdem mal ein Like da, weil wenn er es wirklich selber gemacht hat, dann ist wirklich gut. So, SpicyLG hat vor einer Woche geschrieben: Leute, bin nur ein kleiner YouTuber. YouTuber hat er sogar falsch geschrieben. Und würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Okay, wir schauen jetzt mal drauf. Ich denke mal, er ist nicht allzu alt. Hat einen Abonnenten und es gibt keine Videos. In der Tat, ein ziemlich kleiner YouTuber. Ich frage mich bloß, warum der ganze Erfolg ausbleibt. Erfolg, wo bist du? Hallo, Erfolg, hallo. Machen wir weiter. King Whistle, jetzt kostenlos abonnieren, hat vor einer Woche geschrieben: wenn es bei dir draußen dunkel ist, musst du mich abonnieren. Scheiße, es ist dunkel, ich muss ihn abonnieren. Dann gehen wir mal auf seinen Kanal hier. Er hat 526 Abonnenten, das ist doch schon mal ordentlich, ein bisschen was. Auf jeden Fall mehr als doppelt so viel als ich. Okay, das ist ein Musikvideo, das nehmen wir jetzt mal nicht. Ist auch ein Musikvideo. Ist auch ein Musikvideo.
Okay, er macht Musikvideos von anderen, lädt er hoch und macht damit Abonnenten. Nee. Finde ich nicht so cool. Ganz ehrlich. Ich möchte, lass mich jetzt aber. Ob er auch die erste Single aus meiner kommenden EP. Ach, ist das er selber? Okay, wenn er das selber ist, dann hören wir uns das Ganze doch mal an. 1998, this shit fire. Egal, du Jan, was du sagst, ganz egal, ob der Weg auch noch so hart ist. Egal, du Jan, was du sagst, ich finde das Lied gar nicht mal so schlecht. Ich lasse ihm auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, ein Abo da. Natürlich aktiviere ich die Glocke, das könnt ihr natürlich bei mir auch machen. Abonnieren und hier unten gleich die Glocke aktivieren, damit ihr auf jeden Fall nichts mehr verpasst. Okay. Ich habe ja euch gesagt, es können auch hin und wieder mal echt gute Leute dabei sein. In diesem Fall haben wir so etwas gefunden. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich von ihm ist. Aber wenn ja, dann Respekt, Digi. Mach weiter. Da wird auf jeden Fall noch was Großes auf dich zukommen. The Next Level schreibt, werde jeden Tag motiviert durch meine Motivationsvideos auf meinen Kanal. Schau vorbei und lass ein Abo da, sofern es dir gefällt. Schauen wir gleich mal vorbei. The Next Level. 367 Abonnenten. Ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so am Anfang. Ich schaue jetzt mal Videos. Schauen wir mal, wie sehr willst du es. Mal schauen, ob ich motiviert werde. Da gab es diesen jungen Mann. Ja. Er war gestresst. Er war Werbung müde. Mach mal weg. Müde vom Leben. Er wusste, so kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas ändern. Ich will das alles nicht mehr. Ich will meine Träume leben. Ich will erfolgreich sein. Ich will Geld, Liebe, Anerkennung und vieles mehr. Ich will verdammt nochmal jemand sein. Eines Tages entschloss er sich, zu einem Guru zu gehen, den er sehr bewunderte. Der Guru hatte all das, was der junge Mann sich wünschte. Als der junge Mann vor ihm stand, sagte er zum Guru: Weißt du, ich möchte auf demselben Level sein, wo du bist. Aber wie? Wie schaffe ich das? Ich will auch so viel Geld haben wie du. Ich will eine Partnerin, die mich liebt. Für mich sind persönlich Motivationsvideos nicht sowas, wo jemand die ganze Zeit redet, aber für viele andere wahrscheinlich schon und vielen anderen hilft es wahrscheinlich sogar. Deswegen lasse ich ihm mal ein Like da auf seinem Video und sehr gutes Video. Macht weiter so. So, Gemüseverbot. Könnt euch mal meinen Kanal und lasst ein Abo da. So, der liebe Gemüseverbot. Hat 23 Abonnenten und ein paar Videos. Schauen wir mal. Entschuldigung an meine Abonnenten. Ja Leute, das ist euer Gemüseverbot. Was? Nochmal. Ach so, hallo Leute, hier ist euer Gemüseverbot. Okay, hi. Es war mir erstmal sehr doll leid, dass ich heute 8 Uhr das Video nicht rausbringen konnte. Ich habe total kein vergessen. Problem. Ich hoffe, ihr habt es mir nicht böse genommen oder so. Nee. Ich bin mir sehr leid. Ich habe es echt vergessen. Ich habe gelernt und danach gezockt. Ja, total passiert. So. Dann ist mir um 8 eingefallen. Dann wollte ich es nicht rausbringen. Jetzt liege ich im Bett. Und ja, ich habe ein schlechtes Gewissen wie euch. Ich weiß ja nicht, meine Community wollte garantiert das sehen, keine Ahnung. Erstmal würde ich mich bei euch entschuldigen, wenn ich so wollte. Okay, wer auf Beef steht, kann bestimmt nochmal vorbeischauen. Er macht irgendwie sehr heftig Tanzverbot nach so. Mein Einkauf.
erinnert an Tanzverbot. Nee, mein Like kriegst du nicht, wenn Leuten so extrem nachmacht, also wirklich extrem nachmacht und keine eigenen Ideen mit reinbringt. Der hat für mich eigentlich nichts, also nicht großartig meine Anerkennung verdient oder so. Wenn, dann muss schon ein bisschen was gemacht werden. Schauen wir mal weiter. Hey, könnt ihr mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen und vielleicht abonnieren, wenn es euch gefällt? Das schauen wir doch gerade mal drauf. Gaming Empire hat 31 Abonnenten und 5 Videos. So, mein erstes FIFA-Video. Schauen wir jetzt mal sein letztes Video an. Okay. Ball geht nach außen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und jetzt die Chance. Unglaubliches Tor. Was für ein Hammer. Ein Traum. Respekt für dieses Tor. Kriegt er von mir auf jeden Fall ein Like und einen Daumen nach oben. Respekt für dieses schöne Tor. Machen wir weiter so. So. Und kommentieren. Wie mir gerade aufgefallen ist, hat der liebe King Whistle geantwortet. Da schauen wir gerade mal hin. Das können wir ja gerade noch mit reinnehmen. Danke, geil. Kriegt einen Daumen nach oben. Freut mich. Hier, nettes Video. Super, dass man das für seine Fans macht und sich da auch die Zeit nimmt. Und jetzt an alle Spacken, die gleich wieder kommen und meinen, dass er das alles nur fürs Geld macht und ihm Leute egal sind. Klar macht er das auch fürs Geld, denn er verdient es mit sowas. So wie jeder von uns morgens zum Malochen fährt. So fährt er zu solchen Treffen und lädt seine Fans auch mal ein. Eine klare Win-Win-Situation. Netter Typ, weiter so und nicht ärgern lassen. Bei Interesse schaut einfach mal vorbei, denn Lachen geht immer. Okay, dann schauen wir mal trotzdem mal auf sein Profil. 5 Abonnenten. Hat einige Videos. Schauen gerade mal, ich glaube, das ist er. Da schauen wir gerade mal rein. Street Rasenmäher Produktion. Sehr geil. Ist eine geile Idee. Ist wirklich eine geile Idee. Alter, diese Felgen. Respekt. Kommt da jetzt noch was? Weil ich heiße nicht ApoRed, KSB, Leon, Marcel, Lisa und Lena. How it is, wop, 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 bibi, bibi. Halt die Fresse, ich schieß mir gleich ins Gehirni. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor das Video erstmal losgeht, gibt's erstmal mein schickes Intro. Das sieht aus wie... Ach was, der hat da einen Penis drin. Alter, halt's Maul. Aber das ist gar nicht der Typ. Das ist gar nicht der Typ. So, haben wir ihn schon mal identifiziert als Videoklauer oder Videodieb, auch genannt. Er lädt einfach nur Videos von anderen hoch. Nee, danke, will ich nicht. Mag ich nicht. Es scheint gerade wirklich wenige Kommentare zu geben diesbezüglich mit abonniert mich, bla bla bla, schaut bei mir vorbei. Ich werde mir für das nächste Video auf jeden Fall schon mal im Voraus neue Kommentare raussuchen, die das beinhalten, damit das Ganze ein bisschen optimierter abläuft. Nimmt es nicht ganz so auf die ernste Schiene. Ich habe dieses Video gerade spontan gemacht. Die Idee kam mir relativ spontan und war natürlich noch nicht so perfekt. Ich möchte das, wie gesagt, als wöchentliches Format unter anderem bringen, noch zu ganz anderen Videos. Also schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ihr Spaß an diesem Format habt, ob ihr das Ganze, was ihr dafür
Ob ihr da Verbesserungsvorschläge habt, was ihr natürlich habt, habe ich jetzt schon im Kopf. Und die werden dann auch berücksichtigt, insofern sie plausibel sind und nicht irgendwie sagen, hier, ich soll mein Intro einen Penis rausmachen. Beim nächsten Video wird das auf jeden Fall optimierter ablaufen. Ich habe da auch schon ein paar Pläne, da werde ich auch nochmal mit Nils reden, dass das alles seine gesitteten und nicht kopierten Wege geht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da oder nach unten oder Richtung mir. Und abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst ja, unten eine Glocke. Drückt mal aufs Glöckchen. Lasst mal die Glocken bimmeln. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, bis dann. Haut rein, macht's gut und ciao.